Vanessa, ich und viele Kollegen haben noch nie von der South by Southwest gehört. Woran liegt das? Das kann unter anderem daran liegen, dass wir uns als Konzern, als Daimler, da noch nicht engagiert haben, aber das wollen wir dieses Jahr ändern. Da passiert eine ganze Menge in dieser Woche. Es sind mehrere 10.000 Menschen vor Ort, alle Medien, die wichtigsten Start-up-Leute und natürlich auch viele große Firmen. Man muss sich das so vorstellen, während dieser 10 Tage etwa in Austin finden nicht nur 2.000 Konzerte statt. Da sind unter anderem auch so Firmen zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden, wie zum Beispiel Twitter. Was meinst du denn, warum ist es wichtig für uns als Unternehmen, an der South by Southwest teilzunehmen? Wir müssen uns hier ganz klar für eine Welt öffnen. Das, denke ich, haben wir zum großen Teil auch schon gemacht, die für uns in der Zukunft sehr, sehr interessant ist. Das ist ein beidseitiger Austausch, denn auch wir als Automobilhersteller sind extrem interessant für eine ganze Menge Firmen, die auf der South by Southwest zum Teil schon seit 20 Jahren sind. Du wirst auch in Texas sein und von der South by berichten. Was glaubst du denn? Wie schätzt du es ein? Was sind die relevanten Themen dieses Jahr? Natürlich ganz klar, wie sieht es im Bereich der künstlichen Intelligenzforschung aus? Wie sieht es im Bereich der sogenannten Machine-to-Machine-Communication? Also wie werden in Zukunft Rechner, aber auch Autos, auch Häuser mit Autos kommunizieren können? Aber natürlich auch Automotive, also das, was wir machen. Wie kann ich solche neuen Technologien auf automobile Plattformen bringen? Wie gestaltet sich die Mobilität der Zukunft? Ich glaube, da sind wir genau richtig aufgehoben. Was ist denn für dich der Mehrwert einer Veranstaltung wie dieser und worauf freust du dich am meisten? Es gibt keine Veranstaltung auf der Welt, wo ich so konzentriert so viele Firmen aus der Digitalbranche finde und wo ich so schnell mit denen in Kontakt kommen kann. Für mich ist es ein großes Networking-Event, eine sehr, sehr inspirierende Geschichte und dementsprechend freue ich mich auf diese Woche. Super, dann sind wir total gespannt, was du berichten wirst. Dankeschön. Test. Hallo. Und wenn du in den Ton... Meine Güte, was ist das denn jetzt hier? Hallo. Plural, Singular, habe ich mal eben schön ein bisschen mit die Gegend geschossen. Ich mache das jetzt nochmal in kurz und in ganz schön, versprochen.